Grün waren die Technologien auf der Hannover Messe 2012. Unter dem Leitthema Greentelligence präsentierten rund 5000 Unternehmen aus 69 Ländern in Hannover eine Woche lang ihre Innovationen. Premiere feierte die Industrial Green Tech. Sie zeigte aktuelle Trends und Lösungen für die Herausforderungen einer nachhaltigen Produktion. Die neue Veranstaltung für industrielle Umwelttechnologien ist die erfolgreichste Neuveranstaltung der letzten 10 Jahre gewesen. Jeder vierte Besucher ist dorthin gegangen. 120 ganz neue Unternehmen haben sich dort gezeigt. Im Mittelpunkt der Messe stand der Zentralstand des Partnerlandes China. Mit rund 500 Ausstellern war das die bislang größte Präsenz der Volksrepublik auf einer Messe im Ausland. Die meisten Aussteller aus China, ich glaube, die haben schon seit langen Jahren deutsche Partner. Und auch natürlich haben sie auch dieses Mal neue Kunden, neue deutsche Partner oder Partner aus anderen Ländern kennengelernt. Das ist sicherlich. Wir haben auf unserem zentralen Stand die großen Unternehmen, die 13 großen Unternehmen, die haben alle schon sehr langfristige Kooperationen mit Deutschland. Die Energiewende kann nur gelingen, wenn die innovativen Umwelttechnologien einen Zugang zu einer breiten Öffentlichkeit finden. Die Hannover Messe bot dazu jedenfalls eine gute Plattform. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich zeigen, inwieweit die Industrie in Deutschland und China davon schon die Früchte ernten wird.